da wurde die Mode glatt zur Nebensache. Bei der McCain-Show tummelten sich nicht nur deutsche Stars von Lena Meyer-Landrut bis Iris Berben. Das Erfolgslabel aus dem schwäbischen Bodelshausen lockte echte Hollywood-Stars in die Hauptstadt. Supermodel Alessandra Ambrosio und Schauspielerin Mila Jovovich. Und die Schönheiten waren nicht etwa allein nach Berlin gereist. I said this is a good week, that it's mommy and daughter week, you know, without the baby, because my attention's been split between her and the baby, so she needs a little bit of one-on-one time. Die Stadt hat eine ganz besondere Bedeutung für sie. I love Berlin. This is a very special city to me. My husband and I fell in love here, and you know, we made a movie here. So yeah, I was able to show my daughter a couple of great little places where her dad and I had dates and things. So it's fun. Während Miller auf den Spuren ihrer Liebe wandelte, nutzte Alessandra Ambrosio den Europa-Trip für eine regelrechte Fashion-Rundreise. Denn es war keineswegs die erste Modenschau für ihre 7-jährige Tochter. I actually took her to a fashion show in Paris this week, so yeah. Kein Wunder, dass die Kleine brav am Ende des roten Teppichs wartete, bis Mama mit den Interviews fertig war und fast schon professionell mit den Kameras umging. Für Millers Tochter war der ganze Blitzlichttrubel dagegen offenbar zu viel. Plötzlich war Eva Gabos Stuhl in der Front Row leer. Die 8-Jährige hatte sich in eine ruhige Ecke geflüchtet. Die schöne Mutter eilte ihr hinterher, tröstete sie abseits der Kameras. Ist so viel Aufmerksamkeit einfach zu viel für eine 8-Jährige? Es war schon viel, weil es waren unheimlich viele Fotografen da. Es gab nur Blitzlicht und die Kleine von der Miller hat sich zwischendurch auch mal die Augen zugehalten. Aber mein Gott, es gab schöne Mode zu sehen. Mädchen lieben das, insofern alles okay. Und was sagt die schöne Schauspielerin? Oh, you know, just being a good mom. Erklärte sie bei der Aftershow-Party im super exklusiven China Club. Und da war dann auch bei Eva Gabor die Schüchternheit plötzlich verflogen. Fröhlich spielte sie mit Alessandras Tochter zwischen den Gästen. Fast wie ganz normale Kinder eben.